Hallöchen, hier ist wieder Cossula. Und ja, es ist wieder Cine Morris. Yay! Habt ihr euch drauf gefreut? Also scheint jedenfalls so. Jeder fragt, wann die nächste Folge kommt. Ja, nehmt es mir nicht übel, wenn ich die nicht immer beantworte, aber ich weiß es selber nicht, wann die nächste Folge kommt. Deswegen kann ich die nicht wirklich beantworten. Okay, wir haben ja Episode 4 letztens abgeschlossen und wir könnten jetzt mit Episode 5 beginnen. Ja, machen wir jetzt natürlich auch, ne? Ich versuche wie immer spontan und euphorisch ranzugehen, immer mit guter Laune und so. Yay! Okay, ja, ich starte jetzt einfach mal. Wir werden das auch alles jetzt nicht in einen Part reinkriegen, weil das ist auch wieder etwas länger. Ach ja, und diesmal ist ja Lysander dran mit erobern. Ich glaube eigentlich nicht daran, dass ich das schaffe, weil der ist irgendwie schwer für mich. Der ist so anders als ich. Ja, ihr werdet schon sehen, wie ich daran festhake. Okay. Ich habe vom Unterricht noch ein bisschen Zeit. Diesen Lysander würde ich gern näher kennenlernen. Ich werde mich mal mit ihm unterhalten. Ach, stimmt ja. Das ist ja auch die Episode, wo wir die ganzen neuen Leute kennenlernen, ne? Stimmt, okay. Hey, hallo. Du bist doch Nanashi, oder? Ja, übrigens heiße ich Nanashi mit 3 I. So, ja, weil viele fragen, ob sie mich ändern können und wissen nicht, wie das geschrieben wird. Also so mit 3 I, so. Ich bin Peggy. Ich bin die Verantwortliche für die Schülerzeitung. Hallo? Du sollst nachts ein Gespenst in der Schule gesehen haben und du hast dann selbst Nachforschung angestellt. Kannst du mir was darüber erzählen? Aber ich weiß das jetzt kaum noch, dass wir ein Gespenst gesucht haben. Das ist so lange für mich her. Was denn? Hast du was daraus gefunden? Weißt du, wer das war? Oder was da nachts los ist? Nein, nein, überhaupt nichts. Ich habe mir nur irgendwas eingebildet und mich dann mich an die Idee reingesteigert. Oder sowas. Keine Ahnung, was da stand. Wirklich? Ich hoffe, du verheimlichst mir nicht. Früher oder später werde ich die Wahrheit doch herausfinden. Nein, echt nicht. Nein, nur nicht. Ja, wir hatten ja dieses Geheimnis herausgefunden mit Lysander und Castiel, dass sie da so eine Band haben und wir dürfen das nicht weitererzählen, weil sonst gibt's Ärger und so. Und das wollen wir nicht. Aus dem Zimmer der Schülervertretung hört man laute Stimmen. Klingt ganz so, als würde die Direktorin eine Standpauke, Natalia eine Standpauke halten. Peggy ist gegangen, um zu sehen, was da los ist. Ist ja nicht schön. Sofort hingehen, um zu sehen, was los ist. Lauschen, um herauszufinden, was los ist. Weggehen, um Ärger zu vermeiden. Als ich es privat gespielt habe, habe ich sofort hingehen gewählt. Weil ich meine, beim Lauschen wird man immer erwischt und weggehen ist eigentlich feige. Aber ich habe ja den Lösen nachgeguckt und weggehen führt dazu, dass wir später mit Lysander ein bisschen mehr zu labern haben. Ich weiß nicht, ob das sich positiv auswirkt oder negativ, werden wir dann sehen. Aber ich nehme auf jeden Fall jetzt weggehen. Gut. Im Weggehen habe ich noch gesehen, wie die Direktorin aus dem Zimmer der Schülervertretung kam. Was da wohl passiert ist? Natanja ist gleich hinter ihr aufgetaucht und hat mich auf dem Flur gesehen. Warst du da? Du hast alles gehört? Nein, ich bin nur gerade vorbeigekommen. Da habe ich die Direktorin gesehen. Sie ist wohl etwas wütend. Jemand hat die Akten aus dem Lehrerzimmer gestohlen. Und dieser jemand warst du? Natürlich nicht. Aber das Lehrerzimmer ist immer abgeschlossen und ich bin der einzige Schüler, der einen Schlüssel hat. Ah, verstehe. Mein Schlüssel ist verschwunden und die Direktorin glaubt, ich habe damit was zu tun. Kann man ja auch verstehen. Aber ich kann überhaupt nichts dafür. Jemand hat mir meinen Schlüssel gestohlen und danach die Akten geklaut. Wenn ich das nicht schnell in Ordnung bringe, fliege ich von der Schule. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, fliegt nicht von der Schule! Ich werde versuchen, dir zu helfen. Sollen wir uns mal im Lehrerzimmer umsehen? Vielleicht finden wir ja irgendwas. Nein, ich habe ja keinen Schlüssel mehr. Und außerdem darf ich nicht mehr herkommen, solange das Ganze nicht geklärt ist. Nicht mehr herkommen? Heißt das, du bist von der Schule kurzzeitig geflogen, so? Was? Gibt's ja nicht, ey. Gut, dann werde ich mich mal umsehen. Werde ich mal sehen, was ich machen kann. Ja klar, wir helfen dir doch immer. Oh Gott, seht ihr das hier? Ganz viele neue Aufgaben. Danke, Nanashi. Bitte. Für dich doch immer. Ja, ich weiß, viele von euch mögen den nicht, aber ich mag ihn schon. Natalia ist gegangen. Der Arme, das Ganze scheint ihn echt mitzunehmen. Kann man ja auch verstehen. Er mag seine Arbeit als Schülersprecher. Jo, er ist irgendwie perfekt dafür, ne? Oh, hast du schon gehört? Der Schülersprecher auf der Anklagebank. Das wäre eine super Schlagzeile.
Ich muss unbedingt mehr darüber wissen. Was? Aber denk doch mal an Nathaniel, das macht man einfach nicht. Ja, das wäre sicher ein Knüller. Nein, wir wollen keine dummen Bildgerüchte über den, also... Ja, ich bin auf Nathaniels Seite. So ist der Journalismus nun mal. Man schreibt über die neuesten Sensationen. Ja, ja, hau ab. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich machen muss. Wir gucken mal. Ach, Hallöchen, Castiel. Hast du schon gehört? Nathaniel sitzt in der Patsche, weil er den Schlüssel vom Lehrerzimmer verloren hat und dort was geklaut wurde. Ach stimmt, ich muss jetzt hier mit allen reden und so, wie immer, ne? Echt, unser Kara hat nichts besser zu tun, als alles immer so hier, tratsch, tratsch, da, tratsch, tratsch. Ja. Na und? Hab ich doch nichts mit zu tun. Ja, der kann ihn ja eh nicht leiden. Bist du jetzt nicht zufrieden? Du kannst Nathaniel doch nicht ausstehen. Wirklich? Hast du damit echt gar nichts zu tun? Na? Hier so anzweifeln? Meinst du nicht, wir sollten ihm trotzdem helfen? Trotzdem helfen? Okay, passiert gar nichts. Ich hab doch schon gesagt, ich hab da nichts mit zu tun. Oh, schlechte Laune. Rosalia. Rosalia, genau. Rosalia, hast du zufällig einen Schlüssel gesehen? Einen Schlüssel? Nein, warum? Habe ich etwa meinen Hausschlüssel verloren? Sie fängt an, in ihren Taschen zu wühlen. Nein, nein, ich habe einen Schlüssel verloren und suche ihn jetzt. Oh, nein, sorry, ich habe keinen Schlüssel gesehen. Okay, danke. Oh, der ist schon wieder. Steht er jetzt immer hier rum oder so? Ich versuche Nathaniel dabei zu helfen, den Schlüssel vom Lehrerzimmer wiederzufinden. Hast du ihn vielleicht gesehen? Nee. Ach, da gibt es so informative Antworten. Okay, ich frag nicht weiter. Würdest du es mir sagen, wenn du was wüsstest? Ich bin sicher, du weißt, wo er ist. Nö. Ja, wir fragen ihn nicht weiter. Der ist ja eh mal genervt, ey. Cool, endlich hast du es geschnallt. Wuhu. Nein. Wir gucken weiter. Und, die ist 9. Die ist eine von 9. Hallo, ich bin der Nashi. Hab ich gerade nicht vorgelesen, Entschuldigung. Ich bin Carla. Na, Nashi? Du bist es also. Amber hat mich schon von dir erzählt. Oh Gott, Amber, wenn ich das schon höre. Und wieso? Ach, ist ja auch egal. Ich suche einen Schlüssel. Hast du vielleicht einen gesehen? Einen Schlüssel? Nö. Okay, danke. Ja. Leider nicht sehr viel weitergebracht. Kennen wir die nicht schon? Kennen wir uns? Hallo, Nashi. Nein, ich bin Melody. Nathaniel hat mir von dir erzählt. Oh, was hat er denn erzählt? Hat er von uns geschwärmt? Lalala. Nein. ja. Echt? Wann? Was hat er dir erzählt? Was hat er dir gesagt? Guck, sie will's auch wissen. Haha, das war kurz nach deiner Ankunft. Ich helfe ihm manchmal bei seinem Papierkram. Ach so, gibt es mehrere Schülersprecher? Nein, ich bin bloß Klassensprecherin. Aber ich helfe halt trotzdem hin und wieder. Ah, verstehe. Weißt du schon von dem verschwundenen Schlüssel? Ja, das ist schlimm, oder? Ich frag mich, wer das gewesen sein könnte. Ja, ich auch. Ja, wir sind ja auch schon die ganze Zeit auf der Suche. Also auf unserer Schule ist es total unnötig, Klassensprecher zu werden, weil das eigentlich nur bedeutet, dass du die ganze Zeit aufs Klassenbuch aufpassen musst und den Lehrern hinterherläufst und bla bla bla. Also, ist total unnötig. Hi? Wie wär's mal mit einem kleineren Ausschnitt? Hey du, wir kennen uns noch nicht, oder? Bist du nicht die Kleine, die vor ein paar Wochen angekommen ist? Ja, ich bin ja Nashi. Aber wieso sind ihre Augen außerhalb des bunten Dings hier auch noch grün? Und ihre Zähne auch? Ist das ein Fehler? Ich bin Kim. Bis demnächst, Kleine. Warte mal! Ich suche einen Schlüssel. Hast du ihn vielleicht gesehen? Nö, sorry. Hab hier keinen Schlüssel gesehen. Okay, danke trotzdem. Die ist so ein bisschen so coolie und so, ne? Und warum nennt die mich Kleine? So jung bin ich auch wieder nicht. Fällt mir ein, ich müsste sie mal wieder umziehen. Beim ersten Cut hier werde ich die dann währenddessen umziehen und neue Klamotten kaufen. Das gefällt mir gar nicht, wie die gerade aussieht. Weitergehen. Okay, hallo, ich bin Anashi. Hey, ich bin Viola. Ich suche einen Schlüssel. Hast du zufällig einen gesehen?
Nein, sorry. Ich hab nicht drauf geachtet. Okay, danke trotzdem. Ich finde, die sieht am coolsten aus und ich glaube, die hält einen riesen Zeichenblock in der Hand oder so und... Jo, Zeichen ist cool. Und da ist wieder Kim. Ich habe immer noch keinen Schlüssel gesehen, falls du es wissen willst. Ich habe zwar nicht gefragt, aber okay. Ah, da ist er ja, Lysander. Hallo Lysander, wir haben uns vor ein paar Tagen getroffen. Weißt du noch die Sache mit dem Gespenst und so? Hallo, Nanashi, oder? Ja, genau. Du und Kassel, ihr seid also befreundet? Ja, genau. Nein, nein, scheiße. Nein, ich habe aus Versehen drauf gedrückt. Nein. Dummes Kind. Nein, nein. Ah, verdammt. Oh, scheiße. Oh, das tut mir leid. Das war nicht Absicht. Ich bin so einfach drauf geklickt, sondern... Oh, was stand bei den anderen Sachen? Ich habe nicht mehr gelesen, was ich angeklickt habe. Verdammt. Mist. Also er antwortet auf jeden Fall. Ja, seit ein paar Monaten vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das was Positives gebracht hat oder... Was? Mann! Hä? Ist hier krass, ja? Komm, sag schon die Wahrheit. Ich bringe das in Ordnung und verrate auch nichts. Versprochen. Boah, wie du den direkt so verdächtigst. Die Wahrheit ist, dass ich mit der Sache nichts zu tun habe und du mir tierisch auf die Nerven gehst. Jo, wir verscherzen uns, ist grad voll bei dem. Und ich glaube auch, dass wir bei Nathaniel weiter runter müssen, sonst kriegen wir eh kein Date mit. Lysander, oder? Jo. Viola nochmal. Hast du vielleicht in der Zwischenzeit einen Schlüssel gefunden? Was? Nein, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Sorry. Ich versuchte irgendwie so mit so einer, weiß nicht, schüchternen, gelassenen Stimme zu reden. So leise und süß so. Ja, kann ich jetzt gerade schlecht schreiben. Jetzt habe ich mit allen über die Sache gesprochen, aber keiner scheint wirklich was zu wissen. Ich habe trotzdem einen Verdacht. Ich glaube... Oh, okay. Wir können uns jetzt einen Verdächtigen aufsuchen. Und ich glaube, damit werden wir auch einfach mal den Part schließen. Mal gucken, wer steht denn so zur Auswahl? Das war die Direktorin. Klar. Beste Verdächtigung ever. Nathaniel war selbst. Als wenn. Es war Castiel. Ich glaube mir eigentlich, dass er das nicht war. Ja. Es war Lysander. Wir wollen mit ihm ausgehen. Ich glaube kaum, dass es förderlich ist, wenn wir ihn verdächtigen. Es war Amber. Ganz ehrlich, ich würde sagen, ja. Amber ist die Böse. Amber immer schuld. Ja. Es war Iris. Iris ist cool, Mann. Es war Carla. Carla? Wer war nochmal Carla? War das... Nein, warte, die Journalistin war Peggy, oder? Carla? Hä, wer war Carla? Ich weiß nicht. Es war Viola. Oh nein, ich meine, das ist Viola. Die ist so cool. Es war Melody. Na, die ist auch Klassensprecherin. Das würde auch nicht so wirklich passen. Es war Kim. Nö, glaube ich nicht. Es war Peggy. Na. Nee. Also, ja, Amber. Ja, so muss es sein. Gut, ich muss jetzt trotzdem diesen verdammten Schlüssel finden. Ja, das müssen wir. Und zwar im nächsten Part. Okay, bis zum nächsten Part. Ja, ist wieder cool hier, ist wieder Moritz zu spielen und so. Cool, yay. Drückt mir die Daumen, schreibt Kommentare, tut was ihr wollt, habt Spaß im Leben, yay, es ist nicht ewig lang. Bis zum nächsten Mal, tschüss.